Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute nehme ich euch mit auf unsere Vereinsreise, die wir gemacht haben an CSC Basel 2019. Als erstes habe ich euch ein paar Aufnahmen von der Fahrt dorthin, die wir in meinem Garten gemacht haben, was eigentlich recht gemütlich war, weil dann hat man während der Fahrt noch ein zusammen können reden und sich austauschen und hat sich nicht müssen aufs Autofahren konzentrieren und hat auch nicht müssen im Zug anreisen. Und dann sind wir dann auch schon in St. Jakobhalle in Basel angekommen. Ihr seht schon, wir haben dort schon die ersten Rosen gesehen und wir konnten ja direkt bei den Pferdeanhängern parkieren. So waren wir sehr, sehr nah eigentlich gerade gewesen. Und sind auch noch gerade nach dem Aussteigen in die Halle und haben dort die erste Prüfung geschaut. Es war eine Amateur-Tour über 135 cm gewesen. Ich habe euch jetzt einfach in jeder Prüfung ein paar Ausschnitte eingeblendet, sodass ihr eigentlich ein bisschen seht, was dort den ganzen Tag für Springen gelaufen ist. Jetzt habe ich euch auch die Siegerehrung eingeblendet und das habe ich auch in den anderen Prüfungen gemacht, wo ich das einfach irgendwie ganz schön finde, weil sie halt schon die ersten sechs alle in der richtigen Reihenfolge einreiten und schon die Flow und alles dran haben. Ich finde, wir können das eigentlich auch schon in den regionalen Prüfungen so machen, wo es halt so viel geordneter ist und nicht so ein Zeug mit dem Herrenstab, wo wie man jetzt sieht, steht der Sieger schön vorne her und die anderen fünf halt hinten dran und alles ist sehr geordnet und wir haben nicht so ein Zeug mit, wer wo muss herstehen und nachher rutschen. Und von dem her finde ich das eigentlich eine ganz gute Idee. Die erste Prüfung war der Amateurfinal von den Amateurprüfungen, die in den letzten drei Tagen am CSC Basel waren. Und der war dann auch wieder über 135 cm. Thank you.
Als nächstes war dann ein internationales Jagdspringen über 1,45 m, das nach Wertung C ausgetragen wurde. Was heisst, dass Stangenfehler Zeitfehler gegeben hat. Und somit hat man mit einer schnellen Zeit, aber einer Stange immer noch vor jemandem mit 0, aber einer langsamen Zeit können sein. Deswegen sieht man, dass ein paar sehr, sehr vorwärts reiten und andere eher probieren, auf 0 zu reiten. Jetzt habe ich von einem Reiter einen ganzen Parcours eingeblendet. Und zwar, ich habe nicht lange nicht gewusst, ob ich das. Also, ich habe es gefilmt, aber ich habe nicht gewusst, ob ich das auch so zeigen soll, weil das ist Walter Gabatuller und sein Ross hat leider mit dem Parcours sich den Fuß gebrochen. Und ich finde, wir sollten auch zeigen, dass so etwas halt auch passieren kann auf die Höhe. Und ich finde es gut, er hat wirklich gerade den Parcours abgebrochen. Also, es passiert am nächsten Sprung und es ist wirklich nirgends abgebrochen worden. Und wie erzählt wurde, ist dann auch die Ambulanz gekommen, das Ross abholen. Und die Prüfung ist ja dann gewonnen worden von Martin Fuchs, der dann am Sonntag auch den Weltcup hat gewinnen konnte. Die letzte Prüfung des Tages war eine internationale Sprintprüfung 1,50 m und es wurde geritten worden um die Goldige Trommel von Basel. Das war auch die Hauptprüfung dieses Tages. Ich habe hier einfach wieder Ausschnitte gezeigt, sodass man eigentlich den ganzen Parcours einmal sieht, aber halt auch viele verschiedene Reiter, sodass man einen Eindruck bekommt, wenn man halt nicht dort war. Und das war es dann auch schon wieder von diesem Video. Ich hoffe, das etwas andere Video hat euch gefallen. Und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.